Hanfkalk, Hanfkalksteine, Hanfstein oder auch Hanfbeton genannt. Mischungen aus Hanf und Kalk werden immer beliebter. Heute möchte ich euch diese Steine hier vorstellen und 9 Vorteile bzw. Eigenschaften von diesen Steinen im Vergleich zu herkömmlichen Steinen erläutern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus. Und wenn ihr euch für alternative Baukonzepte interessiert, dann drückt jetzt mal bitte den Abonnieren-Button. Ihr helft damit dem Kanal weiter und ihr verpasst dadurch keines unserer neuen Videos. So, jetzt zu den Vorteilen von Hanfkalkstein im Vergleich zu herkömmlichen Steinen. So, erster Vorteil, ganz klar, der Hanfkalkstein fungiert als Wärmedämmung und als Wärmespeicher. Optimal lässt sich dieser Stein auch mit einer Wandheizung kombinieren. Die Steine sind nicht lastabtragend, das bedeutet, ihr braucht zum Beispiel ein Ständerwerk und macht die Steine dazwischen, wo ihr anschließend eure Wandheizung drauf schrauben könnt und dann anschließend mit einem Kalkwandaufbau weitermacht. Vorteil Nummer 2. Hanfkalk absorbiert Schall, auch in hohem Maße. Das heißt, diese Steine sind gleichzeitig Schallträger. Ihr bringt Gewicht rein in die Wand und Gewicht ist immer, wie man weiß, sehr gut für den Schall. Vorteil Nummer 3. Hanfkalk dient auch dem gesunden Raumklima. Das heißt, es reguliert auch die Luftfeuchtigkeit und pendelt in dem Raum zu einer guten, angenehmen Luftfeuchtigkeit ein. Und das führt uns gleichzeitig zu Vorteil Nummer 4, nämlich Hanfkalk beugt Schimmel vor. Hanfkalk ist diffusionsoffen, das führt uns zu Vorteil Nummer 5. Wenn Hanfkalk als Innenwanddämmung eingesetzt wird, braucht ihr auch hier keine Dampfbremse, wie auch wenn ihr mit Lehm innen arbeitet, wie wenn ihr auch mit LLS 200 arbeitet. Vorteile von Lehm im Innenwandaufbau, dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. So, Vorteil Nummer 6, Hanfkalk ist nicht brennbar. Da gibt es unzählige Studien dazu. Ihr könnt es auch selber mal ausprobieren. Einfach hier mal auf den Hanfkalkstein mit dem Bunsenbrenner versuchen, es anzubrennen. Es wird nicht funktionieren. Es brennt nicht. Vorteil Nummer 7, Hanfkalk ist ja auch ein Naturbaustoff sozusagen. Und so wie auch jeder andere Naturbaustoff ist Hanfkalk vollständig recycelbar und wiederverwendbar und ist einfach kein Sondermüll wie andere Baustoffe, die man sich teilweise in das Haus reinbringen könnte. Anders als bei mineralischen Baustoffen wie zum Beispiel Styropor ist auch Hanfkalk nicht futterrelevant. Vorteil Nummer 8 wäre, Hanfkalk ist nicht futterrelevant für Kleintiere und Nagetiere. So, und jetzt kommen wir noch zu Vorteil Nummer 9, den letzten Vorteil. Unsere Steine kommen vom Schöntaler. Es gibt auch andere Hanfkalksteine, aber unsere Steine haben eine Nut, die möchte ich euch kurz zeigen. Haben hier eine Nut, wo man sie besser miteinander verbinden kann. Die werden dann, wenn man ganze Häuser quasi mit Hanfkalksteinen baut, dann lassen sich die Steine viel leichter verbinden wie herkömmliche Steine. Diese kleinen hier, diese Steine haben keine Nut. Aber wenn man aus Hanfkalksteinen ein ganzes Haus bauen will, dann ist es einfach wichtig oder einfach, es erleichtert das Arbeiten, wenn wir eine Nut und eine Feder, meinte ich, eine Feder und eine Nut haben. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten, kurzen Überblick geben über die Vorteile von Hanfkalksteinen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ihr verpasst dadurch keines unserer neuen Videos und ihr helft damit, alternative Baukonzepte einer breiteren Masse an Menschen zugänglich zu machen. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao, euer Lukas.